Auf dem Gelände des Zwickauer Flugplatzes läuft an diesem Wochenende das Störfaktor-Festival. Heute Nachmittag wurden noch ein paar letzte Vorbereitungen getroffen und mein Kollege Udo Rupkalvis hat sich das Ganze mal für Sie näher angeschaut. Der Aufbau ist in den letzten Zügen. Es ist schon eine ganze Menge geschafft. Die Zelte stehen bereits. Damit sind zum einen die Verpflegungszelte gemeint, dann aber auch die Zelte für die Übernachtung. Und der Organisator des Festivals, der steht jetzt neben mir, Toni Fischer. Sag mal, das sieht nach viel Arbeit aus. Wann habt ihr angefangen, hier den Flugplatz umzugestalten? Ja, also ja, ist es. Und wir fangen immer mittwochs an, also von Mittwoch bis Mittwoch. Und ja, wir nutzen den Mittwoch und den Donnerstag hauptsächlich dafür, um halt Bühne, Bauzäune, Dixies und das Ganze drumherum halt aufzubauen, ja. Wer hat sich dieses Jahr angekündigt auf der Bühne? Das sind ja hauptsächlich Bands im Bereich Punkrock, Ska und Hardcore. Und die kommen aus Argentinien, Schweden, das sind Bands wie The Argies, die waren auch schon Vorband von den Toten Hosen. Hombre Malo, die sind aus Schweden. Ja, und auch kleinere Bands. Also wir haben einen guten Mix immer, ja, zwischen Newcomern und auch Bekannteren, ja. Coole Sache, also international. Was sind es für Besucher? Auch so weit gefächert? Ja, durchaus. Also es gibt ja, ein Stammpublikum auch, denke ich, aus Tschechien und Österreich. Ansonsten eigentlich sind die von Deutschland weit her, kommen die. Ja, das ist natürlich jetzt vorher aufgezeichnet. Wir haben jetzt Freitagmittag, Freitagnachmittag. Das heißt also, wenn das jetzt im Fernsehen zu sehen ist, da ist hier schon richtig Bambule auf dem Flugplatz. Aber morgen geht es ja auch nochmal weiter. Gibt es denn noch Karten, wenn jemand kurzfristig sagt, ich möchte das Festival sehen oder vielleicht mit einem Zelt übernachten? Ja, gibt's. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel am Freitag zu kommen. Also die Tagestickets gibt es natürlich und auch die Wochenendtickets. Und dann kann auch gezeltet werden, ja. Und mit dem Auto befahren. Okay, dann wünsche ich euch ein richtig klasse Festival. Schönes Wetter natürlich, aber das habt ihr bereits. Und auch tolle Gäste. Ich danke dir ganz herzlich. Kein Problem, danke.